Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen wieder auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal Kinder-Fake-Nägel. Ihr kennt ja bestimmt die Nägel, die man mit Nagelkleber machen, also die man mit Nagelkleber machen kann. Die wiederum sind ja, sagt man ja, sind schlecht für die Nägel. Und wenn Kinder die ja dran machen, die gehen sehr schnell weg. Bei mir ist sogar einmal die Haut weggegangen. Deswegen zeige ich euch mal heute Kinder-Fake-Nägel. Warum die Kinder-Fake-Nägel sind, weil ich brauche einen Uhu Party Fix und die kann man halt ganz leicht wieder vom Nagel wegtun, aber die sind halt auch fest. Also genauso wie die Elche, bloß mal, dass man sie halt wirklich richtig leicht wegmachen kann. Ihr müsst es nicht, wenn ihr eure Nägel aber formen wollt, braucht ihr Nagelfeilen. Ich habe jetzt mehrere hier. Ihr braucht Strohhalme. Ich habe jetzt einfach mal, wo ganz viele Farben drin sind. Und ihr braucht eine Schere. Und ich habe ja schon meine Farben raussortiert. Ich möchte blau und so Ding. Und als allererstes, ich mache mal erstmal meine ganzen Sachen auf. So, als allererstes nehmt ihr euren Strohhalm, je nachdem, wo ihr ihn halt hin wollt. Dann schneidet ihr einmal so ungefähr durch die Mitte durch, sodass es so offen ist. So, das macht ihr dann so ein bisschen auf, dass es so ein bisschen offen ist. Genau. Und dann nehmt ihr euren Strohhalm. Guckt mal, wie groß ihr ihn braucht für euer Nagel. So, ich brauche es ungefähr bis hier. Und dann schneidet ihr so lange, wie ihr es braucht, hier einmal durch. So, dann schneide ich mal hier so lang. So, und guckt mal, ob es jetzt wieder passt. So, ja. Dann, also mach ich mal, falte ihr mal hier die Spitze. Weil die tut sehr weh, wenn sie am Nagel sind. Also ihr müsst es nicht, aber ich finde es halt einfach besser, weil es dann nicht so weh tut. So, da legt ihr das euren Nagel und guckt halt, wie lange ihr es haben wollt. Ich möchte jetzt nicht so lang. Guckt mal, wie lang es ist hier. Bisschen zu lang. Weil zu lang finde ich irgendwie sehr doof. Genau. So, und dann faltet ihr es wieder. Und so sieht dann euer fertiger Nagel aus. Dann nehmt ihr euren Uhu Party Fix. Dann nehmt ihr euren Party Fix. So. So, nehmt ein Stückchen weg. Aber er sollte auf jeden Fall nicht zu groß sein. So. Guckt, wie lange ihr ihn wieder braucht. Ja. Schneidet die Größe von eurem Partyfix so und klebt den auf euer Nagel. Dann schneidet ihr noch eure Form, wie ihr sie wollt. Drückt, dass er wirklich fest ist. Und schon habt ihr einen wunderschönen Nagel. Ja. Wenn ihr euch jetzt denkt, wie ich darauf gekommen bin, ich hab einmal geguckt, Fake-Nägel selber machen. Und dann habe ich das gesehen. Genau. So, meine Lieben, meine andere Hand ist jetzt fertig. So sehen sie aus. Coole ist ja auch, dass sie Geräusche machen. Ich zeige es euch mal. Hier bei dem zum Beispiel. Und jetzt kommt die nächste Hand. Leute, schaut mal den Unterschied an. Richtig krass. Und jetzt mache ich die nächste Hand. So, meine Lieben. Ich bin jetzt fertig mit beiden Nägeln. Ich zeige sie euch mal. Mit beiden Händen. So sieht das Ergebnis aus. Also ich finde es wirklich richtig schön. Man kann es natürlich auch kürzer machen. Aber ich wollte es so in der Größe haben. Finde ich richtig geil. Ehrlich, wie schön, meinte ich. So, und das Dumme ist jetzt, alles wieder aufzuräumen. Ja. Aber meine Lieben, ich finde, das sind richtig coole Kindernägel, weil die gehen sehr leicht wieder weg. Ich zeige es euch mal. Schon wieder weg. Aber die sind auch wirklich fest dran. Also man muss kurz, 3 Sekunden, 1, 2, 3. Schon. So. Ist sie wieder fest.
Genau, lasst diesem Video auf, also macht es auf jeden Fall nach, weil das ist eine richtig coole Idee. Lasst auf jeden Fall dem Video einen Daumen da, abonniert nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!